meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen beim vorletzten Türchen meines Jahreshighlights Adventskalender. Ja, wir sind heute tatsächlich schon beim 23. angekommen und es wird jetzt noch ein Türchen nach diesem geben und dann ist tatsächlich schon Weihnachten. Und ihr seht es, ich stelle euch heute wieder ein Hörbuch vor, welches ich im Oktober gehört habe und auch schon ein Hörgenuss des Monats war. Es geht um Der zweite Schlaf von Robert Harris. Ich habe das Buch gehört und war auch von der Vertonung wirklich absolut begeistert. Wir sind hier in einer Welt, die sich doch relativ zu Beginn so anfühlt, als wären wir einfach ins Mittelalter gerutscht. Und wir erfahren, wie die Welt da gerade so ein bisschen ist. Wir sind in England. Es ist ein Priester gestorben und, oder war es... Ja, ich glaube, es war ein Priester oder ein Pfarrer, der verstorben ist. Und ein Priester macht sich auf den Weg in ein kleines Dorf, um dort ja zum einen das so ein bisschen zu untersuchen, aber auch die Trauerfeier zu begleiten. Und ja, er erzählt uns so ein bisschen ja die Geschichte, was da so vor sich geht. Zudem hat der verstorbene Priester, Pfarrer, ich weiß es nicht mehr genau, hat etwas gesammelt. Und zwar ja Artefakte aus der vergangenen Zeit. Und diese vergangene Zeit ist unsere Zeit, denn es gibt dort Münzen und Scherben, es gibt Plastikspielzeuge, es wird ein Smartphone gefunden mit einem abgebissenen Apfel und ja, solchen Dingen. Und ab diesem Moment wissen wir, es ist nicht so, wie es erstmal scheint, denn es ist eben nicht wirklich das Mittelalter, sondern es scheint etwas geschehen zu sein, was uns aus unserer jetzigen Zeit in die Vergangenheit zurückkatapultiert hat. Und ja, das versuchen wir so ein bisschen in dieser Geschichte aufzulösen. Und das macht die Geschichte für mich unfassbar spannend. Ich mochte den Aufbau, den Einstieg, ich mochte diese Vorstellung von diesem Mittelalter, von den Bedeutungen, die Dinge bekommen haben in dieser Zeit. Auch wenn man dann eben rückblickt auf unsere Zeit, wir natürlich wissen, was das alles ist, was wir damit getan haben, was mit gewissen Gebäuden passiert ist, wie die dann aussehen, wie kam es überhaupt so weit. Ich mag dieses Rätselraten, das uns Robert Harris hier bietet, mochte ich unfassbar gerne. Auch als es wirklich so Klick macht und man merkt verschiedenste Konstellationen, was, wie und warum. Und als es sich dann irgendwie auflöst und man ja in einer Geschichte landet, die ich so überhaupt nicht erwartet habe. Ich habe von Robert Harris sowohl grandiose Bücher gelesen, als auch ja durchaus auch schon mal eins abgebrochen, und so war ich hier beim zweiten Schlaf bei seinem neuen Buch natürlich mega gespannt, zu welcher Kategorie dieses Buch wohl gehören wird. Der Schreibstil ist sehr spannend, sehr bildhaft, sehr lebendig, er hat aber auch einen Erzählstil, der durchaus ein bisschen Zeit braucht. Das mag ich sehr gerne, ich möchte ja in der Zeit ankommen, ich möchte in der Welt ankommen, ich möchte Sachen verstehen, Zusammenhänge begreifen, und ich mag es, wenn es Dialoge gibt, die sehr ausführlich sind, die einen mitnehmen und ja, man eben auch durch Dialoge erfährt, was so um einen herum passiert. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einem nur platt irgendwas erzählt wird in der Geschichte, und Robert Harris schafft es wirklich durch Dialoge, durch Gedankengänge, durch ja, Kommunikation, uns die Geschichte näher zu bringen, zu erzählen, was, wie, wann, wo und warum. Und das fand ich an diesem Buch wirklich grandios. Zudem ist es an vielen Stellen unfassbar spannend, sodass man einfach weiterhören wollte und musste. Und es hat mich einfach unfassbar gefesselt. Nicht nur die Geschichte an und für sich, sondern natürlich auch so ein bisschen dieses Krimi-Element. Was ist mit dem verstorbenen Priesterpfarrer? Warum kommt ein anderer Priester? Welche Stellung hat die Kirche? Ein Thema, was ja durchaus immer sehr spannend ist, was ich immer sehr gut finde, wenn das auch mal so ein bisschen hinterfragt wird, und warum immer eine Kirche, eine Religion tatsächlich so diese letzte Instanz ist, wenn die Welt im Grunde zusammenbricht. Das fand ich super spannend rübergebracht, und es hat eben auch so eine hintergründige Aktualität, die ich unfassbar greifbar fand, erschreckend fand und dennoch wirklich super spannend fand. Ein Hörbuch, was so ein bisschen Thrill hat, ein bisschen Krimi, was so ein bisschen, ja, vielleicht sogar eine Dystopie irgendwie ist, wenn es nicht gar eine apokalyptische oder postapokalyptische Erzählweise hat, aber das in einem Schreibstil, der so gefühlt eigentlich gar nicht passt, und umso mehr man denkt, oh, das passt aber gar nicht, umso mehr fügt es sich und umso mehr hat es Robert Harris geschafft, mich zu begeistern. Ein Hörbuch, das mir unfassbar gut in diesem Jahr gefallen hat, was ich im Oktober gelesen habe, was da auch mein Hörgenuss wurde, weil es mich einfach unsäglich überzeugt hat und ich einfach großartig fand. Und deshalb musste es jetzt auch als vorletztes Türchen hier noch mit dazu, um es einfach auch nochmal so ein bisschen zu würdigen als ja, 23.
23. Highlight, ganz ohne Wertung, weil meine Highlights sind eben einfach Highlights. Und ja, jetzt sind wir schon am 23.12. Ich wünsche euch heute einen hoffentlich stressfreien Vorweihnachtstag und freue mich dann morgen auf das letzte Türchen mit euch. Und ja, lasst es euch gut gehen und ja, bis morgen.